Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play UFC. Ich sag nur, he is back. Marshall Cruz, leicht in seiner Ursprungsform, komplett tätowiert. Wir haben nicht mehr viel Platz für neue Tattoos. Und es ist ein besonderer Kampf, weil wir haben es auf die Main-Card geschafft. Wir sind jetzt tatsächlich in einem der Hauptkämpfe. Eric Parra. Mystery nennen sie ihn. Evelyn. Naja, springen wir mal in den Kampf. Ja. Und natürlich ist Marshall auch nochmal stärker geworden. Was ist denn das für ein Zwerg, der Typ? Ja, ein bisschen Ausdauer regenerieren. Verdammt. So wie der aussieht, macht er auch Jiu-Jitsu. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir raffen uns wieder auf. Wie immer. Übrigens auch neues Kampfoutfit. Wir haben die Sponsoren ein bisschen bearbeitet. Und das war die berühmt-berüchtigte Spinning Backfist. Und beendet den Kampf. Und da freut sich Marshall. Bam! Ja, die saß ziemlich sicher. Und jetzt lohnt es sich ja fast schon mal wieder die... Oh, was? Folge 4. Nochmal in die Folge 4 reinzuschauen, weil da war ja der erste Auftritt von Marshall Cruz und wie er sich in der Zeit gemacht hat. Optisch und von der Stärke her. Jetzt kürt Bruce Buffer den Sieger und das ist natürlich Marshall Cruz. Sieger durch Knockout. Durch Knockout haben wir den Gegner zu Boden gebracht. Da sieht man nochmal die Fight Card. Ja, die ganz vorne mit dabei. Performance des Abends. Ja. Nice. 35.000 neue Fans. Beinahe Stufe 11. Performance des Abends Bonus. Naja, aber unser Weg führt uns erstmal zurück in die Turnhalle. Denn was ist das Wichtigste für eine gute Karriere? Das Training. Ach, diese verhurten Ladezeiten. Tja. Da ist unser nächster Gegner, ein Kickboxer, Francis Carmont. Eine Gesamtwerte von 87. Okay, du hast dich bis auf die Maincard vorgekämpft, aber es heißt, Carmont sei der Meinung, du könntest ihm nicht das Wasser reichen. Die Ranglisten bestätigen das vielleicht, aber hat er deshalb auch recht? Ein Kickboxer spielt natürlich in unserer Klasse. Wir sind ja auch der Standkämpfer. Aber in der UFC der Beste. Von daher wird der Typ uns auch nicht das Wasser reichen können, denke ich mal. Oder ich hoffe es zumindest.
Naja, da sage ich jetzt mal nichts zu. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Trainieren wir lieber den Thai-Clinch. Mein Trainer labert mich hier wieder zu, wie immer. Deswegen. Selbst wenn ich nicht rede, mache ich die Fehler. Ja, und man merkt, je weiter man in der Karriere vorankommt, desto härter wird das Training auch. Ihr seht, mehr Kombinationen, kompliziertere Abläufe. Aber, naja, Asche ist trotzdem fast unbesiegbar, von daher. Können wir hier und da auch mal im Training verkacken. Ja. Das ist ja mal richtig schwach, was wir hier leisten müssen. Alles Körpertreffer, die wir hier landen müssen. Ja, und den schwarzen Gürtel. Ja, Trainer. Stufe 11. Ah. Ja. 252 Punkte. Und schon wieder 1600 Punkte zum Verbessern. Wir sehen jetzt auch mal hier, ich habe so gut wie alles voll. Also im Stand. Ist natürlich auf die Clinch-Dinger. Aber die interessieren mich auch noch nicht wirklich. Können jetzt eigentlich mal schön unsere Gesundheitswerte auffüllen. Ach, was dann? Eigentlich mal ein bisschen. Ja, komm, gehen wir mal auf die Bodenkontrolle. Widmen wir uns als nächstes dem Boden. Aber das hat noch Zeit. Ich erinnere mich, wir haben noch Platz für ein Tattoo. Dann machen wir das noch eben und dann gehen wir in die Folgenpause. Ach so. Brust rechts. Da hatte ich mir auch noch ein cooles ausgesucht. Das ist zwar jetzt, driftet dann aus dem Yakuza-Thema ab, aber das finde ich ganz nice hier mit den Karten. Hä? Boah, was ist das denn? Das ist ja auch nice. Aber wie mir ja gerade auffällt. Ah ne, doch, ne, hier sind ja die ganzen Japano-Dinger. Ich bleib hierbei. Finde ich cool. Marshall auch, das weiß ich. Ja. Ich mag auch ein bisschen eigentlich die. Ach, die alte Friese. Ja, nicht Farbe. Haare. Ja, wir machen Marshall wieder in seiner Ursprungsform jetzt komplett.
Seine Koteletten sind, sagen wir, einfach nachgewachsen jetzt. Genau, und den Nacken ein bisschen gekürzt. Und da haben wir ihn wieder. Haben wir uns ein bisschen mal durch den Editor geklickt. Obwohl, Moment mal, so. Sieht ja aus wie so ein Wrestler. Als käme er irgendwo aus der Versenke. Ja, bleiben wir hierbei. Ach, wisst ihr was, Freunde? Wir machen den nächsten Kampf noch. Habe ich mich gerade so entschieden. Speichern und verlassen. Dann machen wir den Kampf noch. Und dann werde ich mich in eine. In ein Session-Päuschen begeben. Wird die Folge wahrscheinlich nochmal ein bisschen länger. Aber das macht ja niemandem was hier. Hoffe ich. Wir gucken uns auf jeden Fall weiterhin grandiose Ladebildschirme an. Da gibt es auf jeden Fall Spiele mit interessanteren Ladebildschirmen. Als mit so ein paar Zitaten. So. Ja, wie gesagt, wir springen einfach in den nächsten Kampf. Sehen uns jetzt nochmal die Fight Card an. Und sind auf der Main Card immer noch. Ich denke mal, es dauert nicht mehr lang, bis wir den Hauptkampf bestreiten des Abends. Bin auch mal gespannt, wie lange wir jetzt schaffen, unsere Bilanz von 0 Niederlagen beizuhalten. Irgendwann muss noch mal einer kommen, der uns irgendwie ausnocken kann. Naja, Francis Carmen und Marshall Cruz. Marshall Cruz. Ich vergesse manchmal, dass ihr Bruce Buffer nicht hört. Das ist so blöd. Er sieht ein bisschen aus, als hätte er Angst. Ich finde, dem ist die Angst ins Gesicht geschrieben. Gut. Boah. Boah, was war das? Alter Schwede! Nein! Gerade noch drüber geredet! Was ein Arschloch! Das nervt mich ein bisschen. Ich hasse es zu verlieren. Aber es gehört dazu. Tja. Marshall, da bringen die ganzen Tattoos auch nichts. Tja, ich bin sprachlos. Wegen dem Wichser steigen wir jetzt so ein bisschen ab. Ja, klar, direkt.
756 Fans verloren. Das sind sehr treue Fans, die wir hier haben. Naja, gehen wir zur Turnhalle. Wir werden uns jetzt erstmal was vom Trainer anhören. Ach, das ist natürlich jetzt ein blöder Moment für ein Folgenpäuschen. Aber bleibt uns nichts anderes übrig. Moment. Jetzt, bevor gleich hier wieder was abbricht wegen Realfilm, der jetzt sowieso kommt. Ja, wie ich sagte, Realfilm, tröstende Worte von den UFC Champions. Ach, naja, das heißt, wir müssen weiter an unseren Fähigkeiten arbeiten. Und ich hoffe, wir treffen nochmal auf den. Dann polieren wir dem so übelst die Fresse. Das schwöre ich euch, Freunde. Und ja, damit uns ist unsere Nuller-Niederlagenbilanz für den Arsch dahin. Naja, macht mal nichts. Wie gesagt, verlieren gehört dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play UFC. Tschüss, Freunde.